Dieses Design ist zeitlos, doch wenn man genau hinschaut, wird klar, dass es aus mehreren Gründen in das 21. Jahrhundert gehört. Wir haben versucht, modernste Technologie und Tradition miteinander zu verbinden. Das heißt, bei Zwilling geht es darum, Traditionen zu bewahren und gleichzeitig so innovativ wie möglich zu sein. Natürlich besteht ein Messer nur aus einer Klinge und einem Griff, mehr nicht. Und dennoch bewies Matteo Thun, dass auch hier Innovation möglich ist. Das Besondere ist, dass es auf den ersten Blick keine Innovation gibt. Deshalb haben wir es auch No Design genannt. Matteo Thun hat Köche genau dabei beobachtet, wie sie ihre Messer verwenden, und so kamen wir zu dem Schluss, dass ein Messer für den passionierten Koch wie eine natürliche Verlängerung der Hand sein sollte. Ihre Finger. Entweder lieben sie es, den Griff anzufassen, oder sie hassen es. Es muss High Touch, das heißt Lust aufs Greifen vermitteln. Dafür aber braucht es Hightech im Produktionsprozess. Das Griffdesign ist traditionell, das Klingendesign hochmodern, vor allem der Kropf und die Klingenform. Dieser Übergang hier sieht sehr schön und gleichmäßig aus. Doch dahinter stecken mehrere Jahre Arbeit, um diesen glatten, fließenden Übergang vom breiten zum schmalen Teil des Kopfes umzusetzen. Dieser Bereich muss glatt und geschmeidig sein, denn genau hier will der Koch das Messer halten. Daumen und Finger haben das Messer für eine höhere Stabilität sicher im Griff. Es lässt sich leicht reinigen. Bei dem Entwicklungsprozess, den wir mit den Technikern in Deutschland durchlaufen haben, ging es um die Definierung eines winzigen Details, was eine Jahrhundertinnovation bedeutet. Die Lösung hierfür war ein neuer Maschinenpark. Viele dieser Messer herzustellen, stellt eine große Herausforderung dar und benötigt viele zusätzliche Maschinen. Deshalb liebe ich Made in Germany und arbeite so gern mit deutschen Technikern zusammen. Wer für Zwilling J.A. Henkels arbeitet, ist darauf geschult, nach Qualität zu streben und immer die absolut bestmögliche Qualität zu liefern. In der Zeit, wo ich dann zur Fertigung gewechselt bin, hat man mich schon angeleitet, wie die Qualität auszusehen hat, welche Sachen zu beachten sind. Und im Laufe der Jahre ist natürlich auch durch die Erfahrung dieses Qualitätsbewusstsein oder die Qualitätsmerkmale deutlicher gekommen. Und jetzt versucht man halt neue Mitarbeiter, die dann kommen, eben genau dieses Qualitätsbewusstsein wieder zu übergeben, damit die auch in dieser Richtung weiterarbeiten. Natürlich bin ich da stolz drauf, dass Zwilling überall hin vertrieben wird und dass man auch einfach Zwilling mit Solingen so sehr verbindet, dass man, wenn man an Zwilling denkt, denkt man automatisch an Solingen, und wenn man an Solingen denkt, denkt man automatisch an Zwilling, und das macht einen auf jeden Fall stolz, da Teil von zu sein. Wenn man das weiß, dass diese Messer überall verkauft werden und dass jeder das benutzt, was ich mit herstelle. Das ist
Dieses Produkt ist definitiv ein perfektes Produkt. Es hält sehr lange und hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich denke, das ist auch die richtige Antwort auf die Frage, ob man auf hohe Qualität achten sollte, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Verbraucher sind bereit, etwas mehr Geld auszugeben, wenn sie dafür die richtige Qualität bekommen. Der bittere Nachgeschmack schlechter Qualität hält weitaus länger an, nachdem die Süße des niedrigen Preises längst vergessen wurde.